Hallo zusammen. In der letzten Folge haben wir was gemacht. Achso, ich bin weggelaufen vor sehr viel Besuch, den wir hier hatten. Das war es auch am Schluss. Ich habe einen Huhn verloren schon wieder. Ich habe eine Leine verloren. Apropos Huhn, apropos Leine. Eine habe ich ja da noch irgendwo, oder? Ja. Um mehr machen zu können, bräuchte man auch wieder Spinnenfaden, glaube ich. Da war noch das Spinnenfaden und Slime. Ich habe irgendwie Hunger, glaube ich. Ein bisschen jedenfalls. Deshalb genehmige mir hier einfach noch mal eine Karotte. Oder zwei, damit die Leiste auch wirklich voll ist. Vielleicht finde ich hier noch ein Hühnchen. Ich habe ja die anderen zwei, habe ich ja hier gefunden. Wovon mir eines schon wieder abhanden gekommen ist. Das Gute ist nur, dass wir eins gezüchtet haben, also Nachwuchs, wir haben für Nachwuchs gesorgt. Aber es könnten hier durchaus noch mehr Hühner sein. Was kann man eigentlich mit Eseln machen? Die kann man reiten vielleicht. Kann man die... Kommt da Leder raus? Kann man die auch irgendwie züchten? Hier war ich anscheinend schon mal. Ist jedenfalls eine Lampe. Noch ein Esel, weil sonst würde ich einfach auch mal Esel mitnehmen. Wir haben ja da Pferde da vorne. Oder was heißt ein Pferd haben wir sogar schon. Das ist freiwillig in unser Gehege eingezogen. Aber wir haben keinen Esel. Wir könnten so Multikulti-mäßig machen wir auf alle Fälle. So eine kleine Farm auf. Wie gesagt, ich hätte nur gern noch einen Huhn. Andererseits, wie ist das Huhn verschwunden? Liegt es wirklich daran, dass der Zaun zu niedrig ist? Und das ist was ich mir fast nicht vorstellen kann. Weil, wie gesagt, ich mir da ziemlich sicher bin, dass... Hallo, Schaf! Ich bin hier auf den Rücken gesprungen. Wächst nicht dieses Huhn da, das zweite, das kleine. Müssen wir da in der Nähe bleiben. Irgendwas passt hier jedenfalls nicht mit dem Gehege. Hier sind überhaupt so wenig Tiere, gell? Also da vorne. Hier sammeln sich die alle und da vorne. Da rührt sich nicht viel. Ich würde vielleicht gerne, wenn wir gerade hier sind, Wasser mitnehmen. Und einen Moment, vielleicht kann ich nehmen. Ein Huhn ist jedenfalls weg. Ich würde gerne hier irgendwo für die Hühner eine Wasserstelle schaffen. Ich weiß nicht warum, aber ich möchte das, denn die sollen ruhig auch mal ein bisschen
ein bisschen was trinken können. Ich finde das sonst immer so. Ja, halt irgendwie nicht ganz artgerecht, wenn die jetzt hier keine Wasserstelle hätten in ihrem Käfig. Und deshalb muss da Wasser hin. Und vielleicht auch ein bisschen mehr Grünzeug, so, damit die hier auch einfach ein bisschen mehr Gras haben. Wollen wir nicht alles so übertreiben. Hier müssen wir ein höheres machen, damit das einfach ein bisschen hübsch ausschaut auch. Und dann warten wir, bis du groß bist. Ja, du, mit dir rede ich. Und dann gibt es da noch mehr zu essen und wir betreiben ein bisschen Inzucht. Ja, da guckst du, gell? Und vielleicht, wenn ich dann nochmal so einer Spinne die Birne runterhau. Wo ist jetzt das Huhn? Ah, da haben sie sich hin verdrückt. Wenn ich dann noch mal so eine Spinne hier, dann könnten wir vielleicht noch mal so Seile machen. Zusammen spazieren hier. Nee. Kein Seil. Seil. Das hat es nicht für möglich halten. Aber so ist es. Die Spinnen, die sich hier in diesem Ding hier aufhalten, die geben keine Seile. Das sind fadenlose Exemplare. Also Seile geben sie ja sowieso nicht, Faden geben sie ja. Ich schleib mich mal an. Da drüben. An den Zombies vorbei. Die sehen mit ihrem Kürbiskopf sowieso nichts. So, das ist ein fadenreiches Exemplar. Ich sag's doch noch. Hier sind die wieder, die Jungs. Schießt du nur. Ist noch so einer. Kann jetzt mit einem Slimeball noch mal langsam treffe ich auch richtig gut hier rein, ohne dass ich immer an der Türkante hängen bleib. Wie war denn das? Ich glaube so. Ja. Dann haben wir hier ein paar Seile. Leine. Ich pack dann mal den Faden da rein. Ein
Die Eimer kann ich auch wieder wegbringen, weil die Geschichte mit dem Keks hat sich auch erledigt. So wie ich das sehe. Was wir uns noch machen können, ist eine Axt. Nee, nicht eine Axt, sondern eine Spitzhacke. Weil wir haben nur noch die mit dem mit der Verzauberung drauf. Und keine normale. Darum tauschen wir die mal wieder. Ich könnte noch ein paar Hühner. Einfangen. Wir könnten aber auch einfach warten, dass die sich unten dass das unten auswächst und wir füttern das dann einfach. Die zwei. Das ist bei Hühnern nicht ganz so dramatisch. Ein bisschen Inzucht. Ich esse mal schnell was. Mir knurrt wahnsinnig der Magen mittlerweile schon wieder. Da müssen wir vielleicht ein bisschen Brot noch nachschaufeln hier. Notfalls backen wir noch mal eins. Wir haben hier noch rohen Fisch. Der verdirbt hier auch gar nicht. Ich schau mal kurz raus, wie es aussieht mit den Hühnern. Vorher mal noch kurz Licht. Knips an. Und dann werde ich mal gucken, ob das schon Geschlechtsreife erreicht hat. Spinne! Hallo, come on. Ja, danke dir für deine Gabe. Wehe, das ein Huhn ist weg. Krieg ich langsam einen Vogel. Huhn wächst nicht. Anderes Huhn ist verschollen. Das ist auch nicht auf dem Baum oder so, sondern ist einfach weg. Geh du mal da wieder rein, du Huhn, du. Hallo Schaf. Ja, du könntest dich ein bisschen mit dem Huhn unterhalten. Das ist keine dumme Idee. Ich habe jetzt auch nichts zu fressen für das Schaf. Fäden. Der versteckt sich hier hinterm Baum. Der feige Hund. So. Ach, da ist noch einer. Der hat einen Kumpel am Start. Ein paar Pünktchen eingesammelt hier. Weg. Kruscht ist es ja nicht. Haufen Knochenmehl haben wir hier. Oh, 64 Stück. Nehme ich mal die Knochen mit für einen Notfall. Obwohl, die brauche ich jetzt eigentlich auch nicht mehr momentan. Einen Stein? Warum habe ich einen Cleanstone normalen? Das weiß auch kein Mensch. Leine, drei Stücke, die ich jetzt momentan, glaube ich, nicht wirklich brauche. Und deshalb mal hier bei meinen Gebastelten einfach auf die Seite lege. Ähm.
würde dann gerne mal hinten die Gegend erkunden. Fürs Baumhaus. Weil ich wollte ja auf der anderen Seite dann ein Baumhaus bauen. Sollen wir dahin fahren oder? Das ist eine gute Frage. Ich fahr mal. Es geht einfach schneller. Schauen wir hier unser schöne Wasserfall an. Die Decke mit dem Wasser. So, und hier in dem Bereich da hinten, da könnte man dann irgendwo ein Baumhaus bauen. Können wir eigentlich... Wie ist denn das? Ach, da wäre ein Huhn. Spinnen. Ein Creeper. Wir könnten ja... Ja, keine Ahnung. Überhaupt in dem Wald. Hallo? Ah, jetzt. Ach, Herr Bahnhofsvorsteher. Hallo? Was guckst du? Ja, so sieht's aus. Schön wäre es halt, wenn ihr wieder eine Bücherei eingerichtet hättet in der Zwischenzeit. Aber ihr macht es auch wirklich überhaupt nichts. Ja? Außer blöd rumjammern. Das könnt ihr am besten. Und darum fahre ich einfach wieder. Ja? Wer will denn hier schon die ganze Zeit euer Gejammer anhören? Jetzt fährt mir die Lore alleine da. Ne, macht sie nicht. Sie bremst, wenn ich nicht drin sitze. Wo war denn die Spinne? Hier. Jetzt ist mir der Faden abgesaust. Komme ich da wieder raus? Irgendwo? Hier. Nicht, dass ich da reinspringe und jämmerlich ersauf. Das ist jetzt die Frage, gell? Wo bauen wir das Baumhaus hin? An dem See wäre es ja schon schön, gell? Aber sollen wir das irgendwo da machen? In dem Bereich? Oder irgendwo hier? Mit einem Zugang hier zu den Schienen? Wir sind auch übrigens hier noch nicht ganz fertig. Weil das hier hängt hier noch alles in der Luft, hier diese Schiene. Wollte ich nur mal gesagt haben. Das müssen wir auch noch fertig bauen. Das könnte man dann... Ja, aber ich glaube, es wäre schon schön, wenn das irgendwo hier drin wäre. Ich glaube, das wäre ganz nice. Fahr mal nicht so weit weg, du Wagen. Ah, gut. Das ist irgendwo... Das sind so große Bäume hier. Da könnte man irgendwas machen, ne? Dass man hier irgendwo ein Baumhaus reinbaut. Da brauchen wir dann einen viel größeren Baum. Also wir müssen uns irgendwie dann einen größeren Baum machen, weil die Bäume sind zwar groß, aber... Für ein richtiges Baumhaus brauchen wir schon nochmal ein ganz anderes Kaliber. Wobei ich natürlich jetzt nicht so ein riesen Baumhaus machen möchte. Ja, wir sind hier nicht im Creative Mode. Und deshalb wird es natürlich
auch in eine Form ausfallen, die nicht so groß ist. Sondern einfach halt so, dass man auch noch das Ding anständig handeln kann. Da ich ja sowieso nicht der Allerschnellste bin, was das Bauen anbelangt. Mein Huhn ist ausgewachsen. Das muss ich jetzt unbedingt noch schnell machen. Ich fütter die Kameraden noch mal schnell. Komm mal her zu mir. Dich und dich. Und schon haben wir da einen Bambini. Prima. Sehr nice. Und jetzt hoffe ich, dass ihr nicht verschwindet. Na? Ja. Plopp vielleicht? Ein Ei? Weil das ist bei euch auch ein bisschen seltsam. Ihr seid ja lebendgebärend. Das ist eine eigene Minecraft-Rasse. Extra für dieses Spiel gezüchtet. Also liegt nicht erst ein Ei rum und dann irgendwann macht es plopp und es kommt ein Huhn raus, sondern da macht es plopp und dann kommt ein Huhn raus und wenn man Pech hat oder Glück hat, macht es nochmal plopp und ein Ei fällt noch nebenhin. Aber so gehört es halt hier. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, mache an der Stelle eine Pause und freue mich aufs nächste Mal. Euer Eddie.